deutet etwas, wenn mir niemand zusieht. Und es deutet, ich bin nicht allein, meine Kämpfe fing mich nie ein. Was erleuchtet meinen Tag und meiner Freude, meine Freunde? Schau in meine Gruppe rein, send request, ich lade dich ein. Du meinst, die Video-City-Leute schöpfen Verdacht? Ja, und dieser Herr Schnieker muss so eine Art Privatdetektiv sein. Er will Timmy nächste Woche treffen. Super so, Timmy. Hier, halt das mal kurz. Perfekt. Was soll das? Das Geld von der Vase ist alle. Alle? Was? Alle. Erste Sahne. Wie sexy du posierst. Weiter so. Bist du bescheuert? Und nun? Boah, chill halt. Ich habe über Timmys Inbox ein paar Placements angenommen. Hand vom Logo. Das wird ein super Bild für den Community-Tab. Wie? Er weiß nicht mal was davon? Na, Stein. Wir brauchen dieses neue Upgrade auf Biceps. Hä? Smartbots wie echte Menschen. Und unsere Analytics fallen schon wieder. Die Bots sind so menschlich, dass sie auch deabonnieren. Klingt für mich nach einer Bicepsmasche, um wieder neue Subs zu verkaufen. Das Eis ist geil, aber irgendwie dreht sich alles. Das ist das Wetter. Hattest du nicht gesagt, ihr hattet zwei Vasen? Vielleicht? Warte, ich soll die andere auch noch verzicken? Nein, schon okay. Dann muss ich halt weitere Werbeanfragen annehmen. Oh, testen Sie unsere neue Koks-Zuckerwatte? Sure, why not? Ist ja gut, ist ja gut. Warte, Stein! Wo willst du denn hin? Nach Hause. Ich komm mit. Hausparty! Hausparty! Haus, ich bin müde. Dabei habe ich die Verpackung vorher mit O-Saft befüllt und gefroren. Leute, sicher, dass es klug war, sich hier zu treffen? Hä? Wieso nicht? Der will doch undercover bleiben, bis er die Millionen voll hat. Und nicht, dass die alte Ute vom Bäcker anfängt zu tratschen. Die fängt immer an zu tratschen. Hättest du ihn bei dir zu Hause empfangen wollen? Wieso? Was ist mit meinem Zuhause? Deine Mom ist da. Genau. Und sie ist recht einnehmend, was Männer angeht. Stimmt. Und wir wollen Herr Schnieker ja nicht von meinem Charakterpotenzial für Video City ablenken. Ablenken? Timmy? Das bin ich. Und das sind meine Freunde. Ich, bin gleich wieder da. Das war Lana. Und das ist Stein, mein Kameramann. Wunderbar, wunderbar. Schnieker, also wie bereits besprochen, ist unser CEO, Herr Gutschef, ganz angetan von deiner Reichweite, von deinem Content und könnte sich gut vorstellen, mit dir zusammenzuarbeiten. Hey, guten Tag. Allerdings wollen wir natürlich sicherstellen, dass deine Community auch wirklich zu uns passt. Hier haben wir sämtliche Analytics über Watchtime, Click-Through-Rate und Demografie von Timmys Zuschauern. Das sieht alles gut aus, soweit. Ja, oder? Na gut, dann dringen wir mal tiefer vor. Gut, meine Mama sagt immer, wer tiefer vordringt, erreicht schneller den Glückspunkt. Was? Mama sagt auch, viele Männer wissen nicht, was das ist, also muss ihnen das nicht peinlich sein. Es bedeutet, wer sich reinhängt, kommt ans Ziel. Also, wie geht's weiter? Mit einem Test. Du postest ein lustiges GIF über unsere Video City App in deinem Community-Tab auf YouTube und wir werten die Interaktionen deiner Zuschauer aus. Keine Sorge, das ist kein Problem. Alles klar, ich liebe das GIF-Feature. So, jetzt ist es online. Gut, gut. Lass uns doch mal einen Blick in die Kommentare werfen.
Tolles GIF, super, ich liebe Video City, geiler Post. Das sieht ziemlich gut aus. Nicht wahr? Also, wann können Sie Timmy ein verbindliches Angebot machen? Genau, und was starten wir zusammen? Herr Gutschef hat schon grandiose Pläne mit dir. Aber vorher ein letzter Test. Eine Kleinigkeit. Aber... Eine Umfrage. Wer von euch spielt schon Video City? Und welche neuen Features wünscht ihr euch? Was? Voten würde noch gehen, aber derart kreative Antworten? Da müssten echte Menschen ran. Gibt es ein Problem? Nein, nichts. Na gut, denn der Post ist jetzt on. Ja. Frau Timmys Mom. Lana Stein. Hey, Mom. Und das muss der Mann sein, von dem Ute mir am Telefon erzählt hat. Sie treffen sich also mit meinem Sohn? Was? Ich... Mom, so ist das nicht. Das hast du doch angezettelt. Die Ablenkung, die wir brauchen. Echte Kommentare von echten Menschen. Gut, jetzt, wo wir das geklärt haben, können Sie mich sicher auf einen Kaffee einladen. Nicht wahr, mein Hübscher? Naja. Oh, da, Herr Schnieker. Lauter tolle Vorschläge unter meinem Post. Was? Ja, ich lese die später. Morgen früh dann im Video City Headquarter. Oh, bleib doch die Nacht. Dann kannst du die Kids morgen früh direkt mit in die Stadt nehmen. Gar keine dumme Idee. Boah, puh, das war knapp. Wir treffen den Erfinder von Video City. Wie? Wir fahren in die Stadt! Wo hast du die plötzlich immer her? Wow, genau so habe ich mir das vorgestellt. Aber wo sind die gemobbten Mitarbeiter und die sexy Sekretärinnen? Du guckst zu viel Fernsehen. So, Kids, hier ist das Büro von... Ja, und vergessen Sie nicht, meinen 5-Uhr-Termin abzusagen, Trixie. Da streamt Kong. Ah, das müssen Timmy und seine Freunde sein. Ich bin Adam Gutschef und das ist meine Video City. Gefällt sie euch? Wunderbar! All diese moderne Technik. Komm, Kids, ich führe euch mal rum. Oh, super! Ich frage mich schon die ganze Zeit, wo die Kaffeeküche ist, in der sich alle zum Lästern treffen. Oder die Mensa, die nur veganes Hipster-Food serviert. Oh. Zu viel Fernsehen. Das war die Gaming Development Unit und hier sitzt unser Social Media Marketing Team. Die suchen die Influencer aus, mit denen wir zusammenarbeiten. Oh, das heißt, hier sind alle Nummern der größten YouTuber gespeichert? Oh, wow. Was? Nein. Wir kontaktieren die Agentur, die das Netzwerk anruft, das dem Management sagt, was wir vom YouTuber wollen. Das Management holt dann das Team vom YouTuber dazu und die buchen dann je nach Bedarf noch eine Produktionsfirma dazu. Ganz easy. Ein narrensicheres System. Nein, als wir gesagt haben, eine geile Werbung, meinten wir nicht Kaya Krasavita nackt in einer Höhle geil. Hat für mich eher was von stille Post. Ja, vielleicht hast du recht. Du hast kein Management, Timmy, oder? Nein, Sir. Netzwerk? Nein. Agentur? Nein, nur meine Freunde. Oh. Gut, dann ab in unseren geheimen Besprechungsraum. Oh, ich fürchte, ihr müsst hier draußen warten, meine Kleinen. Keine Sorge, es wird nicht lange dauern. Irgendwas stimmt hier nicht. Ziemlich shady, da stimme ich zu. Trixie, bring uns doch bitte etwas zu trinken. Komm schon. Meint ihr, trinken ist das Codewort vom Chef für... Ihr wisst schon. Wenigstens schaut sie geil aus, nicht so wie Angie. Das hab ich gehört. Ich hasse es. Okay. Danke, Trixie. Wo sind die anderen? Die wollten sich was aus der Mensa holen.
etwas Veganes. Aber... So, Timmy, wollen wir zum Geschäftlichen kommen? Eigentlich hätte ich gerne dafür Lana dabei, weil... Timmy, ich dachte, du bist ein ernstzunehmender Partner für unsere Firma und schon ein großer Junge. Das bin ich, aber... Siehst du, dann lass uns auch so spielen, wie Erwachsene spielen. Nämlich... im Casino! Wow! Dieses neue Upgrade ist noch top secret und nur durch Umwege aus der Video City App erreichbar. Aber wir wollen, dass du deine Zuschauer in dieses Secret Bonus Level führst. Oh, das wäre ja super! Timmys eigene kleine Welt in Video City! Natürlich werden dieses geheime Feature auch noch andere bewerben. Apo Rot, Monte the Crack, schließlich sollen so viele wie möglich Zutritt zum Casino bekommen. Hm? Aber warum rollt ihr das neue Level dann nicht einfach für alle User aus? Ach na ja, da gibt es ein paar Spielverderber, die sagen, Glücksspiele darf man nicht bewerben. Aber wen kümmern eingestaubte Regeln, nicht? Sie meinen Gesetze. Nenn's wie du willst. Aber... ist das dann nicht illegal? Es ist illegal, Werbung für Glücksspiele zu machen. Aber wenn wir nirgends sagen, dass es Werbung ist... Ich weiß nicht. Komm schon, Timmy, lass mich nicht hängen. Das kann unser kleines Geheimnis sein. Ich war doch immer gut zu dir, oder? Schon. Ich sehe schon, ein knallharter Verhandlungspartner. Wie sieht's damit aus? Wir veranstalten ein eigenes Video City Event nur für deine Community. In real life. Oh, ernsthaft? Naja, bei deiner Reichweite lohnt sich das schon. Wir haben da gewisse Partner und könnten das als Werbeausgabe verbuchen. Wir könnten dich sogar zusätzlich als eigenen Charakter in das Casino programmieren. Oh, wie Jimmy Pau? Wow. Als Besitzer? Dealer. Kartenausgeber. Abgemacht. Perfekt. Diese dämliche Beleuchtung. Alexa, blaues Licht. Perfekt. Schlimmer hätte es nicht laufen können. Hey, wenigstens hat Timmy jetzt eine Call-Up mit einem ernstzunehmenden Kunden. Ja, der will, dass er Schleichwerbung für sein Kindercasino macht. Und dieses Fantreffen-Event? Na ja. Wer soll da hinkommen, Lana? Gibt's dafür auch ein Upgrade bei Bicepsoder was? Nein, da gibt es... Oh, das war Sarkasmus. Hi, Lana. Stein, hast du die Urnen von Urgroßmutter und Urgroßvater gesehen? Die sind plötzlich verschwunden. Urnen? Wir haben sie doch gerade erst umgetopft aus den Echtgoldgefäßen in Schlichter aus Porzellan. Schlicht? Hast du nicht immer noch 5.000 pro Stück bekommen? Psch. Vielleicht hat sie das Hausmädchen. Hausmädchen? Also ich muss doch sehr bitten. Wir sind einfache Leute, Lana, ganz ohne Leibeigene. Ich dachte gerade, du würdest das verstehen. Moment, was? Dann muss ich eben weitersuchen. Na so, mir reicht's. Aber das geht alles zu weit. Stein! Ich hab meine Urgroßeltern für Abos verkauft. Ich werde jetzt zu Timmy gehen und ihm alles gestehen. Schluss mit den Lügen. Kommst du mit? Na gut. Aber wir hätten lieber einen Vlog, in dem du das Ganze nebenbei erzählst. Aber ich mach doch überhaupt keine Vlogs. Habt ihr überhaupt je ein Video von mir gesehen? Oh, Trixie ruft gerade nach mir. Ich muss dringend weg. Korrektur bis morgen. Tschüss, Jimmy. Timmy! Ist alles in Ordnung bei dir? Ich habe mittlerweile das Gefühl, die wollen mich nur wegen meiner Abonnenten. Denen ist völlig egal, was ich mache. Siehst du, Reichweite ist doch gar nicht so toll, oder? Wär's nicht sogar besser, wenn sie, keine Ahnung, nie existiert hätte oder so? Was? Willst du mich verarschen? Ohne meine Community würde ich sofort alles hinschmeißen und für immer Evanescence-TikToks machen. Nein, der Gutschef und seine doofe Video-City sind das Problem. Das ist Betrug. Fans auszunutzen, um mit illegalen Machenschaften an ihr Geld zu kommen. Echt mal? Wäre es nicht fatal, wenn das an die Öffentlichkeit käme? Wie jetzt? Überleg doch mal. Du
Du hast die Follower. Naja. Psst, du ziehst die Fäden. Du hast recht. Hallo, Herr Gutschef. Die Trixie muss jetzt warten. Auch wenn ich sie sehr gern mag, aber wir spielen jetzt nach meinen Regeln. Oh, cooler Kampfspruch. Oh. Wir hätten ihm die Wahrheit sagen sollen. Findest du, Lana? Du meinst, bevor sein großes Fan-Event ansteht, zu dem knapp 2000 Leute erwartet werden, weil natürlich 2000 deiner klugen Bots instant den Teilnahmelink gefolgt sind? Ja, Lana. Vielleicht hätten wir ihm die Wahrheit vor heute sagen sollen. Aber hey, du kennst doch den Mitläufereffekt. Vielleicht sind ja doch ganz viele echte Menschen da? Hallo! Na los! Komisch, wie ruhig hier draußen alles ist, oder? Hey, wir müssen dir dringend etwas sagen. Timmy! Hä? Was soll das alles bedeuten? Keine Menschenseele weit und breit! Ach, die sind sicher schon alle drin und warten gespannt auf uns. Das sind deine einzigen zwei Fans? Fans? Ich bin nur zum Lachen gekommen, weil ich wusste, dass eh niemand erscheint. Mann! Es tut mir leid, Timmy. Du warst so am Boden, da habe ich die Subs dazu gekauft. Und ich habe das Ganze finanziert, indem ich meine toten Urgroßeltern auf eBay versteigert habe. Ich wusste es, ihr kleinen Betrüger! Moment mal! Sie sind doch kein Deut besser mit ihren Glücksspielen und Schleichwerbungen. Ich, Sneaker! Wie konnten Sie mich so ins offene Messer rennen lassen? Schon wieder! Schon wieder? Ich rufe direkt bei Bysubs an und lösche den Account. Also, vielleicht könnten wir auch... Sie sind ein lausiger Detektiv und... Meins. Einen Moment. Hallo? Wartet mal. Sneaker ist der Betreiber von Bysubs? Das ist ja mal lustig. Erklären Sie sich. Naja, das Bysubs-Business ist am Boom und... Das heißt, Sie verkaufen Abos und schlagen die Käufer dann Ihrem Chef vor? Der schickt Sie dann als Schnüffler vorbei und dadurch verkaufen Sie dann Ihre Upgrades für immer klügere Bots. Oh, mein Sohn programmiert die Bots eigentlich. Der ist richtig gut darin, der kleine Racker. Ein Familienunternehmen. Sneaker! Was? Du hast einen Sohn? Das hättest du ja auch mal früher erwähnen können. Lana, Stein? Hä? Lasst uns nach Hause gehen. Sie sind es wirklich. Danke, Timmy. Es war mega nett, dass du die Urnen von Gutschefs Schweigegeld zurückgekauft hast. Ich weiß ja, dass ihr das alles nur gemacht habt, um mich aufzumuntern. Trotzdem irgendwie schade, dass das alles nicht echt war. Ich weiß. Auch wenn es doof ist. Ich habe trotzdem irgendwie gehofft, dass wir uns durch die Jobs eine coole WG in der Stadt leisten könnten. Vielleicht schaffen wir das ja tatsächlich. Wir müssen nur weiter hart arbeiten. Und wir brauchen eine neue Taktik. Überall lauern Geldgeier, Großkonzerne und Gauner. Die Top-YouTuber sind etabliert und jeder Zuschauer hat bereits seine Lieblinge. Da haben kleine Newcomer wie wir doch eh keinen Platz mehr. Preach to the choir. Und dann kommt YouTube mit diesem dämlichen Broadcast-Yourself-Motto daher. Am Arsch. Hey, wir sollten unseren Kanal umbenennen. Um zu zeigen, dass wir es anders machen werden. Wie wär's damit? Broadcast my ass? Das ist echt gut. Ich habe die Urnen gefunden. Ich habe sie selbst beim Aufräumen auf den Schrank nach oben gestellt. Was habt ihr mit den hässlichen Blumenvasen vor, die deine Mom hier angeschleppt hat? Wisst ihr was? Ich will's gar nicht wissen. Hoffentlich macht ihr sie kaputt, die hässlichen Dinger. Wieder ein bisschen weniger Schrott, der rumsteht. Timmy, ich kann's nicht glauben. Du hast 500.000 Follower. Stein, die waren gekauft. Nein, dieses Mal sind es echte.
I'm on the deep end. Watch it up. Was hast du gemacht? Lieber unbekannt als TikTok-Fame.